Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und die Maske der Wunder. Im letzten Part ist Folgendes passiert, vielleicht wird es hier auch gleich nochmal angezeigt, wir werden sehen, was bisher geschah. Am Morgen nach ihrer Ankunft in Montedor beginnen der Professor Luke und Emmy mit ihren Ermittlungen. Sie machen sich erneut auf zu Villa Ledor, um mehr über die Maske des Chaos und den maskierten Gentleman zu erfahren. Was übrigens davor geschehen ist, wir sind bei Randall, also in der Vergangenheit, als wir da noch waren, ins Haus eingedrungen, beziehungsweise sind ins Zimmer gegangen und dann hat uns Randall damals tatsächlich die Maske des Chaos gezeigt, die er tatsächlich dort hatte, obwohl wir ihn eigentlich suchen wollten. Jedenfalls, das war die Geschichte, wie sie zur Maske des Chaos kam und jetzt machen wir genau das, was ich bereits eben vorgelesen habe. Also, raus aus diesem Hotel, ihr erinnert euch, dass wir hier mal eingestiegen sind, das ist schon ein bisschen länger her, glaube ich, ne? Professor, die Dame da hinten, ist das nicht... Nein, obwohl... Oha, eine Bekannte von Ihnen, Emmy? Nein, nein, aber ich könnte schwören, ich habe diese Frau schon einmal gesehen. Ich glaube, ich weiß, was das für eine Anspielung ist, meine Lieben. Könnt ihr es euch auch denken? Wir werden es gleich sehen. Da ist es doch. Sprich mit jedem, der dir auffällt. Oh, aber sie scheint auch ein bisschen maskiert geworden zu sein hier, die gute Enigma. Oh, oder auch nicht. Ein frühlingsfrohes Farbenfest, wie der Karneval hier kommt, einer blühenden... Was ist das denn? Ein Frühling... Nochmal richtig jetzt vorgelesen. Die heißt Mysterella. Das ist ja mal ein ganz neuer Name. So, Stimme ist wieder in Ordnung. Ein frühlingsfrohes Farbenfest, wie der Karneval hier kommt, einer blühenden Grazie wie mir gerade recht. Eine willkommene Gelegenheit, meine zauberhafte Anmut wie einen Diamanten in der Sonne funkeln zu lassen. Und ihr, meine entzückenden Reisenden, seid wohl sicherlich überwältigt vom formidablen Glitzer dieser Stadt. Da bleibt natürlich wenig Zeit, sich aufwendig Kopfnüsschen zu widmen, habe ich recht? Diese Stimme kommt mir bekannt vor. Der charakteristische Kleidungsstil ebenfalls. Sind Sie nicht Oma? Sch, still, Kleines! Die zarte Stimme, die euer Ohr ergötzt, gehört der wunderschönen und hellseherischen Mysterella. Hellseherisch? Tatsächlich. Nun, Sie sagten etwas von Rätseln, Verehrteste. Darf man fragen? Aber ja, man darf. Vor euch steht eine leibhaftige Rätselkönigin. Oder die leibhaftige Rätselkönigin. Diese Welt quillt vor knifflig knackigen Denkaufgaben geradezu über, wenn ich mal das mal so sagen darf. Und sie kommen in den unterschiedlichsten Gewändern vor, der Herr. Mal locker flockig, mal heikel schwierig, mal putzig knuffig. Manchmal kann uns solch ein Rätsel derart auf die Nerven gehen, dass wir es uns für später aufheben. Und tatsächlich kommt es auch vor, dass wir ein Knobelnüsschen ganz gänzlich zu übersehen vermögen. Doch keine Bange, keine Angst, für solche Fälle ist mein hübsches Persönchen zur Stelle. Was sie hier für Gesten macht, das ist doch ein bisschen komisch. Ich nehme all die vernachlässigten armen Rätselchen tröstend zur Brust. Bei mir haben sie es warm und kuschelig. Also wollen Sie damit sagen, dass wir bei Ihnen alle von uns übersehenen und ungelösten Rätsel finden können? Das würde unsere Ermittlungen sicherlich ungemein erleichtern. Wie die anderen vier Abenteuer davor auch. Durchaus, durchaus. Es ist mir eine Freude. Nicht umsonst bin ich Mysterella, die wunderschöne und hellseherische. Ganz recht, du Schlauschmöchchen. Beehrt mich jederzeit, wenn euch nach fulminantem Knobelspaß verlangt. Die Stimme ist echt schwer. Okay, an Mysterellas gesendeten Rätsel sind einige, die wir übersehen haben in den letzten Parts, vor allem auch in den ersten Parts. Ne? Ich denke mal, das Let's Play läuft ja schon über 10 Parts und naja, das sind die ersten 6 und insgesamt 7. Und wisst ihr was? Wollen wir uns mal daran setzen? Ich finde, das ist ja eigentlich mal möglich. Gehen wir einfach mal ins Haus. Wenn es euch nach Rätseln gelüstet... Dann seid ihr bei mir in der richtigen Adresse. So, das heißt, jetzt ist im unteren Bildschirm Folgendes zu sehen. So, und zwar die einzelnen Rätsel. Das sind jetzt nur die ersten 6. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den ersten an. Wir können jetzt auch zwar den Weg nach Herrn Ledor aufsuchen, aber das müssen wir jetzt noch nicht unbedingt machen. Storymäßig haben wir schon sehr viel gemacht in letzter Zeit, aber Rätsel werden auch nötig sein. Rätsel Nummer 007, Zeitparty. Hoppla, Zeit habe ich auf Nein gedrückt. Was ist das denn? So, aber auch immer interessant zu sehen, wie das hier gelöst würde. Rätsel Nummer 7, Zeitparty.
30 Pirat, ich muss das erstmal hier richtig wieder hinschieben. So. Nach einem langen Tag haben sich die Mitglieder einer Zirkustruppe in ihrer gemütlichen Feierabendklamotten geworfen und feiern im großen Zelt. Achso, echt komisch zu lesen, ja. Feiern im großen Zelt die erfolgreiche Vorstellung. Um sich ein wenig aufzuwärmen, stoßen sie mit heißer Schokolade an. Die Silhouetten nachzuurteilen, wäre die Mannschaft komplett, jedoch fehlt ein Mitglied. Wer ist im Zelt? Wähle alle Personen, die präsent sind. Aha. Das ist ja sehr interessant. Warte mal kurz. Wer ist im Zelt? Insgesamt sind ja 6 Personen angegeben. Sehr interessant. Also man kann sich ja denken, hier ist eine Person, da auch, hier auch, hier auch und hier liegt jemand. Das sind also 5 Personen von insgesamt 6. So. Komisch. Ein Mitglied fehlt ja, wurde hier gesagt. Okay. Das sind ja also 5 Personen. Doch wer ist wer? Und wer fehlt? Das ist eine gute Frage jetzt. Man kann jetzt auf jeden Fall sehen, rechts und links sind die Frisuren sehr ähnlich. Deswegen würde ich einfach mal sagen, zu Anfang, wenn man sich jetzt die 6 Personen hier mal anguckt, dass der hier dazu gehört. So. Ah, das ist echt kompliziert. Und ich würde sagen, die Person ist auch da, ne? Denn von der Frisur her sieht sie der hier sehr ähnlich. Der hier. So, ich würde auch noch sagen, der hier oben, sieht dem da unten links jetzt ganz ähnlich. Okay, die hatten wir also schon mal. Jetzt die Frage, was die anderen betrifft. Das könnte schwieriger sein, als man denkt. Ich bin mir da sicher. Da muss ich jetzt echt nachdenken. Vielleicht würde es ja auch helfen, wenn wir mal wieder den Text nochmal lesen. So. Feierabendklamotten. Es könnte ja eventuell ein Tipp sein. Man weiß es nicht. Kann ja alles total komisch sein. Irgendwie verwirrend hingestellt. Heißer Schokolade stoßen sie an. Die Frage ist, ob das wichtig ist. Ist das ein wichtiger Text oder nicht? Ah, meine Lieben. Man sieht, das ist gar kein Mensch, sondern hier. Man sieht an Schokolade, hinter dieser Person ist noch jemand. Man sieht nur die Silhouetten. Das sind 2 Personen. Ich würde sagen, der Frisur noch zu urteilen, diesen 2 Zipfeln da vorne an der Frisur, das könnte der alte Mann sein. Vermutlich sogar. So, irgendwas stimmt da noch nicht. Vor allen Dingen, da wir auch nur von diesen beiden Personen da rechts und links außen da, von den Frisuren her ja nur eine Person haben, die ja wirklich Sinn macht. Obwohl das wahrscheinlich gar keine Person ist. Könnte das ein Blumentopf sein oder sowas ähnliches? Ich glaube ja. Aber es wurde ja gesagt, dass jedoch ein Mitglied fehlt. Wirklich nur 1. Hier sieht man ja eindeutig, das sind die Beine. Das heißt, der Mensch ist auch nicht wirklich groß. Das heißt, der wird auf jeden Fall unser gesuchter Mann sein, den wir hier finden. Und ich würde sagen, wenn da noch ein Mann liegt, ne? Dann wird es der Große hier sein. Hier, der Dicke. Ich würde mal sagen, ich hoffe mal, das ist die Antwort, denn was anderes fällt mir nicht ein. Moment, sieht ja sehr einleuchtend aus. Ich würde einfach mal sagen, wollen wir das mal wagen? Ich weiß es nicht. Die andere Frau, die finde ich nicht. Obwohl mir gerade einfällt, ihr seht ja hier, muss nicht immer mit dem Blumentopf sein, aber von der Frisur her, seht ihr ja hier diesen Mann, aber bei der Frau, die wir jetzt nicht angewählt haben, sieht der Hinterkopf doch sehr danach aus. Es kann sein, um es einmal kurz zu zeigen, dass einer dieser beiden Personen jetzt gerade nicht seitlich sitzt, so wie die anderen zum Beispiel, oder einfach, wie ich das da eben erwähnen will, nach hinten zum Beispiel. Okay, hier nicht, aber ich würde sagen, die Person guckt gerade in diese Richtung, nach vorne und nicht zu uns, nicht zur Seite, sondern nach hinten. Es ist kompliziert. Was man da alles bedenken kann. Es fängt jetzt übrigens an zu regnen. Und das einen Tag nach dem Heiligen Abend. Hat den ganzen Tag nicht geregnet, die ganze Woche nicht, aber naja. Das ist kompliziert. Ich würde sagen, sonst ist der Alte nicht da. Ja, es ist kompliziert. Freunde, ich will jetzt einfach mal Antwort eingeben. Und zwar wäre jetzt dieser alte Mann da jetzt nicht im Bild. Ich vermute mal, ich hoffe mal, dass es so ist. Und dann werden wir sehen, ist jetzt nicht schlimm, wenn uns Pikerat abgezogen werden, dann sieht's halt so aus. So, mal sehen. Nur ein kleiner Kunstgriff. Leider ist es falsch.
Das war alles andere als ein Treffer. Na, das tut mir leid. Nanu, die Schatten haben deinen Augen wohl einen Streich gespielt. Tja, und jetzt stehen die folgenden Optionen, und zwar erneut versuchen, Tipp lesen oder aufgeben. Tipps werden wir im Allgemeinen so oder so nicht lesen, diesen Let's Play, habe ich vor. Werde ich also sein lassen. So, wir probieren es also nochmal. So kann es also nicht sein, das heißt, der dicke Mann ist jetzt ist auf jeden Fall dabei, das ist schon mal klar. So, und übrigens würden wir jetzt nur noch 27 Pikerat verdienen an diesem Rätsel. Das ist niemand wundern. Okay, das würde jetzt heißen, der Dicke wird jetzt da liegen. Ich vermute mal, das ist die Nase. Die Frage ist, wer ist jetzt nicht in diesem Zimmer? Das ist der alte Mann, das ist der andere mit dieser Fukuhida-Frisur, das ist die eine Frau. Und einer der beiden ist noch dieser Mann da mit der Brille. Das heißt, dass die Frau dann ausfallen würde, nicht da ist. Oder was meint ihr? Ich meine, wenn wir jetzt falsch stehen, ist es auch egal. Können wir so viel raten, wie wir wollen, denn man kann, glaube ich, nur zweimal Pikerat verlieren an einer Antwort. Nee, an zwei Antworten dann Pikerat verlieren. Zeit für die Lösung. Das ist leider auch falsch. Schade. Nicht die einfachste Aufgabe. Stimmt. Denn bei den restlichen Rätseln hatte ich eigentlich immer die Lösung parat. Und zwar relativ schnell eigentlich. Aber das ist jetzt so ein Rätsel. 24 Pikerat nur noch. Jetzt aber die Frage, wie könnte denn die Lösung aussehen? Soll heißen, die eine Frau und der Mann sind beide da. Oh, das ist jetzt echt kompliziert gemacht. Und sonst würde ich einfach mal sagen, dass der Mann, der jetzt gerade nicht angetippt ist mit der Brille, dass der fehlt. Ich würde es jetzt einfach mal sagen. Komm. Ich habe noch nie beim Rätsel umgeraten. Das ist nur selten, aber naja. Ah, da haben wir es. Eine famose Rätselaufgabe. Okay, jetzt haben wir genau 499 Pikerat. Das ist ja auch nett. Aber naja. Ach, sag bloß. Ich habe doch gesagt, das ist ein Blumentopf. Sehr richtig. Alle sind sie anwesend, bis auf den ziegenbärtigen vorletzten Kollegen. Hoffentlich feiern sie nicht allzu lang, denn der nächste anstrengende Tag wartet. Wie gesagt, hier ist der alte Mann, hier ist der mit dem Fukuhida, hier schläft dieser Typ, die Frau und die ältere Frau, die nur hinten diese komische Frisur hat. Wenn sie nach hinten guckt, habe ich doch gesagt. Ja, aber es hat leider nicht sofort für die richtige Lösung gereicht. So, ich würde sagen, das hätte selbst ich nicht eleganter bewerkstelligen können. Nee, stimmt, du hättest das gar nicht lösen können wahrscheinlich, sonst... Ich würde sagen, ein Rätsel können wir noch machen. Bunte Flaggenreihe nennt sich das. So sieht's aus, wenn man dann eins auswählt. Okay. Okay, das nächste Rätsel. Rätsel Nummer 8. Bunte Flaggenreihe. 20 Pikerat. Farbenfrohe Flaggen hängen zum Karneval in den Straßen. Die Flaggen haben 7 verschiedene Muster, die allerdings in diversen Kombinationen angebracht wurden. Eine Musterfolge ist rechts oben abgebildet. Wie oft kannst du diese im Flaggenwirrwarr ausmachen? Sieh genau hin und notiere das Ergebnis. Ach du Schande. Dann würde ich ihn übrigens... ja, die Flaggen wackeln wirklich. Das ist nicht die Kamera. Das sind die Flaggen, die wackeln. Sehr cool. Ach du Schande, was erwarten die da von mir? Okay, sehr interessant gemacht eigentlich. Wenn es nur 20 Pirat sind, dann... Ne? Kann man sich denken, das ist gar nicht so schwer. Ich meine, es ist ja eine Musterfolge. Das heißt, es muss noch genau so gefolgt sein. Und man kann hier oben zum Beispiel eine sehen. Ja, Freunde, muss ich mal genau gucken. Ja. Ist eigentlich auch nicht so gut einsehbar, muss ich sagen. Also hier oben ist schon mal eine zu sehen. Das ist schon mal klar. Hier ist was. Aber wo ist der Rest? Sieht nicht danach aus, als würde es noch einen weiteren geben, oder? Ich sehe jetzt nur diesen einen. Obwohl, hier. Hier könnte man auch diesen hier nehmen, wenn man das... Naja. Wenn man es so sieht. Mehr sehe ich nicht. Ich sehe nur diese zwei. Freunde, ich werde jetzt erstmal kurz einen Cut machen, sonst wird die Videodatei wieder zu lang. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, dann kann es weitergehen. Mir sind bis jetzt nur diese zwei Reihen aufgefallen. Das heißt also... Diese drei und diese drei hier. Falls nicht diese hier auch noch gemeint sind oder so. Man weiß es nicht. So, damit ihr es nochmal seht. Eine Musterfolge ist rechts oben abgebildet. Ob das wirklich jetzt diese Folge ist, ist die Frage.
Das ist interessant. Das ist genau ein tieres Ergebnis. Ich sehe bis jetzt... Okay, also das ist jetzt nicht die Musterfolge. Das ist ja nicht genau die Folge hier. Deswegen kann man es ja eigentlich rausnehmen. Es geht nur einmal so. Oh Gott. Ah, hier hinten, ne? Seht ihr die? Die sind nur falsch rum angebracht, obwohl... Was sind, weil grün und weiß ist jetzt auch nicht richtig. Ah, kompliziert. Ich will jetzt einfach mal 2 eingeben. Wenn ihr es dagegen habt. Ich gebe jetzt 2 ein und mal sehen, was richtig ist. Nun denn, Zeit für die Lösung. Ja, es ist richtig, okay. So, mal wieder ein kleiner kurzer Cut. Ich weiß nicht, ob ihr die Stimme eben noch hören konntet von Layton, weil eben gerade einfach jemand durch die Tür gestürmt kam. Obwohl da draußen ein Schild steht, wo steht so, nicht betreten. Aufnahme und so weiter. Wie sonst immer, aber na egal. So, toll. Die Musterfolge ist 2-mal zu sehen. Die erste, wenn du das Ganze von vorne betrachtest und die zweite, wenn du von hinten schaust. Aber wenn man das so sieht, okay. Ja, okay. Hier und da auch zu sehen. Genau wie ich gesagt habe. Okay, Freunde, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Fürs erste Rätsel haben wir ein bisschen zu lang gebraucht, finde ich. Dafür, naja. Das hätte ich selbst nicht. Das ist genau der gleiche Satz hier, Mensch. Da fällt uns nichts Neues mal ein. Okay. Die Frage ist, wie wir den nächsten Part weitermachen. Wollen wir die nächsten 5 Rätsel auch noch lösen? Können wir machen. Und ich würde es auch empfehlen. Am besten ist es, ihr schreibt mir so schnell wie möglich in die Kommentare, ob ich das machen soll. Und dann wollen wir mal sehen. Sonst würde ich erstmal auf den Plan zurückgreifen. Wir lösen im nächsten Part erstmal die 5 Rätsel, sofern wir alles schaffen. Ich würde mal sagen, wir machen alle 5. Selbst wenn es über 15 Minuten gehen würde, unter 15 Minuten, was ich nicht glaube, würden wir einfach mit der Story weitermachen, obwohl wir da nicht wirklich weit kommen würden. Das wäre mein Plan so. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir die Rätsel machen. Sonst schreibt mir einfach, dass wir in der Story weitermachen sollen. Bis dann und auf Wiedersehen.